Hallo und herzlich willkommen bei Search One, das Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und ich zeige dir in diesem Video das B-Theme. Wir schauen uns an, wie man das Theme einrichtet, was die Stärken und Schwächen sind und zum Schluss zeige ich dir auch, wie du das Theme am besten erwirbst. Die große Stärke des B-Themes ist die schier unglaubliche Anzahl an vorgefertigten Website-Layouts. 450 vorgefertigte Layouts, das ist einfach der reine Wahnsinn. Wenn man so durch die Liste durchscrollt, dann hat man das Gefühl, dass man einfach nie zu einem Ende kommt. Man sieht es hier rechts am Scrollbalken. Es geht immer weiter und weiter und weiter und weiter. Also es sind so viele Layouts, dass ich denke mal, alleine um alle Layouts sich einmal anzugucken, man wahrscheinlich eine ganze Woche Zeit braucht. Aber das bedeutet auch, es gibt wirklich für jedes Bedürfnis, für jedes Business, für jede Nische, für jede Branche tatsächlich ein eigenes Starter-Layout, was du ausprobieren kannst. Und das ist ja auch schon mal was. Ich rede die ganze Zeit, um einfach irgendwas zu sagen zu haben, während ich hier weiter runterscrolle. Und hier sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Wedding. Ja, das sind die ganzen Layouts, die man auswählen kann. Und das ist wirklich so viel. Das habe ich noch bei keinem anderen Anbieter so gesehen. Jedenfalls lassen sich alle Websites, alle Layouts mit einem Klick installieren und das werden wir uns auch gleich mal anschauen. Aber zuerst schauen wir uns noch an, was es hier sonst noch gibt. Und zwar der Editor, den wir verwenden können, ist entweder der Muffin Builder Version 3 oder WP Bakery Page Builder. Da wollen wir doch mal schauen, wie diese beiden Bilder zusammenarbeiten. Und ob sie überhaupt zusammenarbeiten. Wir können verschiedene Menüsysteme verwenden und hier gibt es auch noch diverse weitere Core-Features. Alles ist anpassbar. Es gibt einen Shortcode-Generator. Die Typografie lässt sich einstellen. Das werden wir doch gleich mal ausprobieren und so weiter und so fort. Also es gibt hier wirklich einiges zu entdecken. Wir haben hier auch eine Unterscheidung zwischen Classic und Modern. Das erweckt kein Vertrauen bei mir, aber wir schauen einfach mal rein. Ich hoffe, dass sich die Elemente nicht irgendwie dadurch verdoppeln und wir durch diesen ganzen Wust durch müssen. Aber mal schauen. Wir lassen uns überraschen. Außerdem arbeitet das B-Theme mit diversen Plugins von Drittherstellern zusammen. Und das können wir hier sehen. Okay, es wird jetzt wirklich mal Zeit, in das Backend zu wechseln, das B-Theme fertig zu installieren und dann einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Hier siehst du ein frisch installiertes B-Theme auf einem gerade erst installierten WordPress. Und das B-Theme fragt uns oder bittet uns, weitere Plugins zu installieren. Das machen wir einfach mal, vor allem weil hier auch noch weitere Page-Builder nachinstalliert werden sollen. Also ich klicke auf Begin Installing Plugins. Ich klicke mal auf Install und auf Alle und dann Übernehmen. Wunderbar, das hat ungefähr 20 Sekunden gedauert. Wir gehen jetzt mal zurück und es sieht so aus, als müssten wir die auch noch alle aktivieren. Also mehrfach Klick und dann Activate und Übernehmen. Das ging sehr schnell. Jetzt haben wir also alle Plugins installiert und aktiviert und wir können jetzt hier, ja, wir sind jetzt hier auf den WP Bakery Page Builder gekommen und ich gehe mal hier in die Theme Optionen rein und hier sehen wir dann auch den Registrierungscode, der hier zum Teil angezeigt wird. Und wir können jetzt hier zum Beispiel auf die Pre-Built-Websites zugreifen. Das ist das Kernfeature beim B-Theme und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Zuerst einmal, wer so eine große Auswahl hat, der muss diese natürlich auch irgendwie filtern können. Deswegen bietet es sich an, hier oben die Suchbox zu verwenden. Ich tippe hier einfach mal Wedding ein. Und alleine für Hochzeiten haben wir direkt 5 verschiedene Layouts. Mich interessiert noch das Thema Hosting. Und hier ist es dieses Theme, was mir so ein bisschen ins Auge gesprungen ist. Das ist recht attraktiv, das habe ich schon mal ausprobiert. Und das wollen wir jetzt einfach mal installieren. Hier können wir noch auswählen, ob wir die Datenbank vorher resetten wollen. Das macht das B-Theme anscheinend über ein Dritt-Plugin. Das habe ich woanders auch schon besser gelöst gesehen. Aber wir machen das einfach mal. Dazu werden wir hier auf die WordPress-Seite weitergeleitet. Installieren wir dieses Plugin einfach mal. Aktivieren.
Das hat ungefähr 10 Sekunden jeweils gedauert. Ich mache die Seite wieder mal zu und jetzt können wir hier dieses Layout installieren. Aktuell müssen wir kein Reset durchführen, weil das das erste Layout ist, was ich hier in dieser Installation tatsächlich hinzufüge. Also Next. Dann können wir auswählen, ob wir nur selektierte Daten importieren wollen. Ich klicke einfach mal auf Install. Das hat ungefähr 30 Sekunden gedauert und jetzt können wir einfach mal die Website uns anschauen. Klick hier drauf und das ist die Demo-Website, die wir gerade importiert haben. Sehr schöne Grafiken und sehr schöne Farben, tolle 3D- oder isometrische Illustrationen. Das sieht wirklich ganz nett aus, wunderbar. Und vielleicht mal auf die About Us-Seite gehen. Ja, das sieht super aus. Ganz klassisch mit einer Teamzeile Services. Hier kann man die Dienstleistungen festhalten. Features. Hier ist die gesamte Liste der Features, die man kaufen kann. Bezieht sich natürlich auf die Features, die du dann selbst anbietest auf deiner Seite. Nicht etwa um, es geht hier nicht um Features vom B-Theme. So, hier sind noch die Kontaktdaten. Ja, das sieht schon mal sehr, sehr ordentlich aus. Und ja, jetzt ist die Frage, was können wir noch installieren, wenn wir schon 450 verschiedene Layouts haben? Dann wollen wir doch einfach mal durch den Prozess hindurchgehen, das eine Layout ja zu deinstallieren, um ein neues Layout zu installieren. Okay, es gibt 450 Website-Layouts und ich habe dieses hier gerade installiert und jetzt möchte ich einfach mal ein anderes installieren, weil es eine so große Auswahl gibt. Klicke also hier drauf auf Installieren und dann schaue ich mir an, was hier machbar ist. Ich kann jetzt dieses Theme einfach so installieren. Ich möchte aber schon eine saubere Installation haben und deswegen vorher einen Datenbank-Reset durchführen. Klicke also auf Datenbank-Reset und werde dann hiervon begrüßt. Und das ist alles andere als laienfreundlich, würde ich mal sagen. Also ich muss jetzt die Tabellen auswählen, die resettet werden sollen. Welche das sind, wer weiß das schon. Ich klicke einfach mal auf Select All Tables. Ich vermute mal, dass hier alle bis auf den ersten User gelöscht werden. Also ich nehme das mal raus. Die Posts auf jeden Fall, denn darin werden die werden sowohl Seiten als auch Beiträge und so weiter gespeichert. Und Kommentare von mir aus ja. Links, gute Frage. Optionen, Postmeta können wir auch mal entleeren. Terms und so weiter auch. Ich würde fast sagen Posts, Comments, Postmeta und Commentmeta. Warum weiß ich das? Ja, weil ich schon seit Jahren mit WordPress arbeite. Als Anfänger würde ich sagen, ist man hier dann doch leicht überfordert. Und wenn ich an andere Themes denke, beispielsweise an das Avada-Theme, da ist es so, da ist die Funktion einfach mit einem Klick eingebaut. Da klicke ich drauf und fertig. So, jetzt muss ich hier auch noch den Sicherheitscode eingeben und auf Tabellen zurücksetzen klicken. Ob ich mir wirklich, wirklich, wirklich sicher bin, okay, das war's. Das hat anscheinend geklappt. Jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, was passiert ist. Ich klicke mal hier auf B-Theme drauf und ja, wir haben hier gar keine Seiten installiert. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir wollen ja auch ein neues Theme installieren. Also gehen wir hier mal drauf und klicken jetzt auf Next und dann auf Install. Das hat ungefähr 20 Sekunden gedauert. Ich klicke auf Preview Website und hoffe auf das Beste. Und in der Tat, hier wird mein neues Layout angezeigt. Also es hat doch ganz gut funktioniert. Wenn man weiß, wie es geht, ja, dann ist es vielleicht auch zumutbar. Allerdings, andere Theme-Hersteller regeln das meiner Meinung nach deutlich besser. Ich würde sagen, das ist ja perfekt dafür geeignet, dass wir jetzt einfach mal ein Experiment starten mit dem Seite bearbeiten. Ich klicke auf Seite bearbeiten, komme ins Backend und kann hier dann entsprechend den Editor des Herstellers sehen. Und das ist enttäuschenderweise, muss man sagen, nur ein Backend-Editor. Und die meiste Zeit würde ich empfehlen, auf jeden Fall auf einen Frontend-Editor zu setzen. Das hat natürlich nicht jedes Theme. Und wer es gewohnt ist, der kommt natürlich auch mit so einem Backend-Editor zurecht. Aber hier ist es so, dass wenn wir beispielsweise hier auf das Bild klicken und das bearbeiten wollen, dann müssen wir hier drauf gehen und hier können wir ein neues Bild reinmachen.
Da müssen wir sozusagen mental immer wissen, um welches Bild es sich jetzt hier handelt, um welche Zeile und Spalte und so weiter. Das heißt, wir verbringen sehr viel in zwei Reitern, indem wir halt ständig in der Vorschau sind, um uns das anzugucken, wie das Ganze funktioniert. So, ich scroll mal hier runter. Man sieht, die Seite ist relativ komplex und klicke aber jetzt alternativ mal auf den WP Bakery Page Builder, denn der erlaubt uns auch entsprechend im Frontend diese Seite zu bearbeiten. Denn es ist tatsächlich so, im B-Theme sind zwei verschiedene Editoren eingebaut, von verschiedenen Herstellern auch. Einmal der Backend-Editor vom Hersteller des B-Themes und dann, also der sogenannte Muffin-Builder und dann das WP Bakery Page-Builder-Plugin. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Auf dieser Seite sollen wir uns also für den Backend- oder den Frontend-Editor entscheiden. Wohlgemerkt, der Backend-Editor vom WP Bakery Page-Builder. So, und ich entscheide mich jetzt mal für den Frontend-Editor. Jetzt kann ich tatsächlich hier auf der Seite mit dem WP Bakery keine Änderungen durchführen. Das ist wirklich, ich würde sagen, fast schon unglaublich. Also irgendwas hat sich der Hersteller dabei gedacht. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel nicht draufklicken und irgendwas verändern. Ich war mir erst gar nicht sicher, ob hier der Editor jetzt aktiv ist oder nicht. Es sieht hier oben so aus. Und wenn ich ganz nach unten scrolle, dann kann ich hier auch die Bedienungselemente von WP Bakery sehen. Es ist tatsächlich so, ich kann jetzt Elemente hier hinzufügen von WP Bakery. Nehmen wir einfach mal ein Einzelbild. So, und jetzt könnten wir hier theoretisch ein Bild uns auswählen, in der Mediathek mal schauen. Nehmen wir jetzt nochmal das hier, weil das so schön ist. Und Bild festlegen. Und jetzt haben wir das hier speichern. So, ein kleines Einzelbild hier an der Seite eingefügt. Und es ist tatsächlich so, dass das Elemente, die mit dem WP Bakery eingefügt werden, nicht mit dem Muffin Builder geändert werden können und umgekehrt. Und da die Layouts von B-Theme mit dem Muffin Builder gebaut sind, ist es so, dass ich ja nur, wenn ich ganz neue Layouts erstelle oder hier alles löschen würde und neu aufbaue, nur dann kann ich entsprechend den Frontend Builder verwenden. Und das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen enttäuschend. Es ist auch einfach viel zu schade, weil die Anzahl und auch die Qualität der Layouts, die sind hier nun optisch sehr, sehr ansprechend. Die Auswahl einfach zum einen und dann zum anderen die teilweise, die Bedienung, die wirklich teilweise zu wünschen übrig lässt. Ja, da muss man sich wirklich genau überlegen, ob man das nun wirklich haben möchte. Also das B-Theme macht Werbung dafür, dass es eben auch WP Bakery drin hat. Aber ich würde sagen, die Integration ist fast nicht zu gebrauchen. Ich würde diese Sachen hier wieder löschen und nicht verwenden wollen und dann doch lieber beim Backend-Editor vom B-Theme bleiben. Also ich mache das mal zu und gehe wieder zurück in das Backend. Zurück im Backend möchte ich dir auf jeden Fall nicht vorenthalten die Theme-Optionen, denn die haben es wirklich in sich. Das finde ich ist wirklich sehr gut gelungen beim B-Theme. Die von den globalen Einstellungen angefangen, hier ist alles sehr übersichtlich aufgelistet. Teils übersichtlicher, als das vielleicht ein anderes Theme hat, welches ja eine bessere Frontend-Bedienung hat. Hier können wir verschiedene Kopfzeilen-Layouts, Anordnung von Elementen und so weiter auswählen. Ich gehe mal durch zwei, drei Punkte hier durch, wie das Menü ausgerichtet ist. Die Aktionsleiste, Menüleisten, Blog, Portfolio und Shop-Einstellungen gibt es hier. Das ist wirklich schon sehr gut gemacht. Seiten können sogar Kommentare haben. Ich glaube jedoch, das braucht so gut wie niemand. Und ja, die SEO-Einstellungen, die interessieren natürlich immer. Unter die SEO-Einstellungen fallen hier Google Analytics Code, Facebook, Pixel und Remarketing. Das ist eher SEA und Tracking. Man kann immerhin die Meta-Description und das Meta-Keywords von der Startseite hier beeinflussen. Gut, das ist natürlich nicht besonders umfangreich, was die Funktionalität für die Suchmaschinenoptimierung betrifft. Soziale Netzwerke, hier kann man seine Links hinterlassen und so weiter. Das ist schon recht gut und übersichtlich gemacht. Tröstet das über die verzwickte Frontend-Editor-Situation hinweg? Ja, das musst du entscheiden. Du hast ja eben gesehen, es gab dieses wundervolle Marathon-Layout in diesem Vektor-Grafik-Stil. Wenn das genau das Layout ist, auf das du aus bist, was du gesucht hast schon seit langem, ja, dann führt wohl kein Weg an diesem Theme vorbei. Allerdings wirst du dich dann auch damit arrangieren, dass es im Backend nur die Möglichkeit gibt, auf
klassische Art und Weise die Seite zu bearbeiten. Wie das geht, gucken wir uns auch gleich nochmal ein bisschen genauer an. Aber jetzt erstmal den Header-Builder zum Beispiel angucken. Es gibt also einen eigenen Builder, um den Header genau einzurichten. Das ist auch mal interessant. Hier können verschiedene Elemente, beispielsweise das Menü, einfach reingezogen werden. Das Menü an dieser Position, sagen wir mal das Logo dann ganz rechts und vielleicht ein Bild in der Mitte, Bestimmungsbild, und vielleicht brauchen wir neben dem Logo noch ein Button für Anfrage. Das hat jetzt nicht geklappt. So, man muss ein bisschen warten, bevor man es loslässt. Und ich denke mir, so könnten wir es auch mal lassen, das mal abspeichern. Sobald man den Header-Builder verwendet, sind in den Optionen unter Header-Kopfzeile die Möglichkeiten zur Bearbeitung deaktiviert. Das geht also nicht mehr. Wenn ich jetzt in das Theme umschalte und einfach mal aktualisiere, dann sieht man auch, dass sich ja hier noch gar nichts getan hat. Das heißt, das Menü ist immer noch gleich. Das heißt, wir müssen einfach mal schauen, wie genau das Ganze aktiviert wird. Denn die Optionen, die hier drin sind, die müssen erst noch konfiguriert werden. Das heißt, das sind im Prinzip im Moment nur leere Platzhalter. Das heißt, ich kann hier einfach mal draufklicken und dann auf den Bleistift. Und jetzt muss ich erstmal ein Logo auswählen. Nehmen wir einfach mal das Search One Logo und bestätigen und das Ganze schließen. Save Changes und dann nochmal nachgucken, ob das Logo jetzt angezeigt wird. Und in der Tat, hier ist unser Logo. Und wenn wir jetzt beispielsweise möchten, dass das Logo auf die andere Seite soll, dann können wir es einfach per Drag and Drop anfassen, fallen lassen, abspeichern und aktualisieren. Und jetzt sollte es auf die andere Seite gehen. Das hat geklappt. Spielen wir einfach noch ein bisschen weiter rum. Beispielsweise hier das Bild. Fügen wir mal eins hinzu. Wie wäre es damit, den Läufern zu gucken, wie sie am Horizont verschwinden, abspeichern, nachschauen, gucken, was jetzt mit dem Menü passiert. Wie wir sehen können, ist das dann vielleicht nur dann sinnvoll, wenn wir ein Bild einfügen oder wenn wir in Kauf nehmen, dass unsere Kopfzeile dann entsprechend vertikal aufgebaut ist. Also nehmen wir das einfach mal raus. Ich nehme das hier weg. Okay. Und füge mal einfach das Menü hier in die Mitte ein. Abspeichern und aktualisieren. Ja, das sieht doch gut aus. Wir haben einfach das Logo auf der linken Seite und dann das Menü hier in der Mitte. Ich bin mir sicher, da kann man auch noch weitere interessante Sachen machen. Aber zu Demozwecken sollte das einfach mal reichen. Was uns das B-Theme noch bietet, sind jede Menge zusätzliche Kundentypen, Content-Typen. Und zwar zum Beispiel Kunden, Angebote, Portfolio, Slides, Erfahrungsberichte, Layouts, Vorlagen und was haben wir noch? Ja, das war's im Großen und Ganzen. Mich interessiert zum Beispiel einfach mal, was ein Kunde ist. Fügen wir mal einen Kunden hinzu und dann kann ich hier den Namen des Kunden eingeben, ein Bild hinzufügen. Das mache ich, indem ich ein Featured Image hinterlege. Das wäre dann das Beitragsbild hier. Nehmen wir mal, hier, das sieht aus wie ein super Kunde. Einfügen, den Link zur Kundenwebsite. Ja, das ist doch ein super Kunde. Veröffentlichen, fertig. Was bringt uns das jetzt hier? Nicht viel. Wir bräuchten wahrscheinlich eine passende Vorlage, nämlich eine, auf der auch entsprechend Erfahrungsberichte, also hier Testimonials zum Beispiel vorkommen. Und dann könnten wir wahrscheinlich, fügen wir da mal eins hinzu, da könnten wir dann wahrscheinlich Erfahrungsberichte und Testimonials von Kunden und so weiter strukturiert auf der Website wiedergeben. Unter Layouts kann ich meine eigenen Layouts vordefinieren. So zum Beispiel, und hier kann ich alle möglichen Einstellungen, die dann für dieses Layout gelten sollen, schon mal vorab definieren. Das spart mir dann entsprechend Zeit. Ich denke mal, das wird erst dann akut, wenn ich tatsächlich genau weiß, wie mit dem Layout, mit dem B-Theme Layout oder mit dem B-Theme an sich umzugehen ist. Im Bereich Vorlagen kann ich neue Vorlagen hinzufügen, die sich auf den Muffin-Bilder beziehen. Das sind also Elemente, die ich vorab abspeichere. Hier sehen wir die Einstellungsmöglichkeiten für das Contact-Form-Plugin. Und wenn wir in die Beiträge reingehen, schauen wir uns mal an, ob in den Beiträgen selbst auch der Muffin-Bilder angewendet wird. Ja, wird er. Wir sehen das hier, wenn wir Abschnitte hinzufügen und den Muffin-Bilder dazu verwenden, auch unsere Blogbeiträge zu schreiben. Mit allen möglichen zusätzlichen Konfigurationsmöglichkeiten. Gehen wir jetzt aber trotzdem nochmal durch den Muffin-Editor durch
um zu schauen, wie der funktioniert. Nehmen wir uns einfach mal ein paar Sachen raus, die wir ändern wollen hier an der Startseite. Angenommen, ich habe ein eigenes Datum für mein Event, dann möchte ich das vielleicht mal abändern. Also gehen wir mal in den Muffin-Bilder rein und jetzt müssen wir schauen, wo das reingehört. Hier ist ein Bild, Button, Spalte, Bild, Spalte. Ja, es ist, man sieht schon, es ist relativ schwierig, sich hier zurechtzufinden. Also man muss dann teilweise hier auf die Elemente draufklicken und schauen, more info in FAQ, wo das Ganze dann auf der Seite tatsächlich ist. Ich mache das dann tatsächlich über die Suche, also beispielsweise Command F oder Steuerung F auf Windows und dann einfach More Info. Hier sehe ich die entsprechende Zeile und ich muss noch zwei nach oben, so finde ich mich zurecht. Man sieht, wie umständlich das teilweise ist, aber so ist es eben. Und jetzt haben wir hier Quick Details. Ich bin mal gespannt, ob es das ist. Quick Details. Sign up for the next run. Das müssen wir irgendwie finden. Da ist er, der Countdown. Natürlich heißt es Countdown. Okay, hier können wir also unser Datum eingeben. Beispielsweise, wenn es jetzt nicht der 30.12. wäre, sondern sagen wir mal, oder von mir aus, das ist erst der 30.12.2020. Save Changes, aktualisieren. Und dann kann man entweder hier auf Vorschau klicken oder natürlich die bestehende Seite aktualisieren. Ja, und tatsächlich, jetzt haben wir 438 Tage bis zum Event. Als nächstes möchte ich, dass die Grafik hier auf die rechte Seite geht und das auf die linke Seite, also einfach mal die Spalten vertauschen vom Layout her. Und das wäre dann direkt da drunter in der Zeile. Wir haben hier das Bild und die Spalte. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert, wenn wir das vertauschen wollen. Dann fassen wir es einfach hier an, ziehen das darüber, lassen los und Vorschau, voll runter. Ja, das hat nicht funktioniert. Ich denke, wir müssen hier erst aktualisieren. Und dann auf Vorschau gehen, runterscrollen und siehe da, jetzt ist es auf der rechten Seite. Das hat geklappt. Wenn das so ist, wie ich das möchte, dann hat das ja auch wunderbar funktioniert. Quick Details, FAQs und so weiter. Bilder könnten wir vertauschen oder hier diese Fortschrittsbalken, wie die funktionieren, können wir uns mal angucken. Mal schauen, ob ich hier das Wort Women finde. Ah ja, hier sehe ich das Wort Women und hier ist das Element, was ich konfigurieren möchte. Und hier muss ich tatsächlich mit Shortcodes arbeiten, was natürlich nicht so schön ist. Jedes Mal, wenn man irgendwo einen Shortcode eingeben muss, heißt das, dass eine Oberfläche, ein Bedienelement dafür noch nicht fertig programmiert wurde. Ja, so funktioniert die Arbeit mit dem B-Theme. Alles in allem muss ich sagen, dass ich von den Layouts selbst begeistert bin. Also diese ganzen Pre-Built-Websites sind natürlich wirklich toll. Wenn du jetzt tatsächlich ein Layout hier drin findest, was du so nicht in anderen Themes findest, dann wird das natürlich eine magische Anziehungskraft auf dich auswirken. Aber der Kauf des Themes sollte dann doch schon gut überlegt sein und vielleicht möchte man es nicht als Erst-Theme, sondern als Zweit- oder Dritt-Theme einsetzen, einfach auch um Inspiration für verschiedene eigene Layouts zu holen, um sie dann vielleicht auch mit einem anderen Editor innerhalb eines anderen Themes umzusetzen. Ich hoffe, diese Demo hat dir ein gutes Gefühl dafür gegeben, wie das Theme funktioniert und wie es sich im Alltag anfühlt, damit zu arbeiten. Jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du das Theme am besten erwirbst. Passend zu diesem Video gibt es einen Beitrag im Search One Magazin. Den Link zum Beitrag findest du unten in der Beschreibung. Den Beitrag zu lesen lohnt sich übrigens, weil wir da auf Punkte eingehen, die hier im Video zu kurz gekommen sind und umgekehrt. Ganz unten im Beitrag findest du dann den Link zum Theme. Manchmal gibt es Rabattaktionen, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Die können sich von Zeit zu Zeit ändern. Guck also auf jeden Fall unten im Beitrag, was für einen Deal es aktuell gibt. Das war's von mir. Vielen Dank. Dein Sascha. Over and out.